Herzlich willkommen zu Teil 8 La Palma im Winter. In dieser Folge geht es um unsere kleine Wanderung von Los Llanos runter zum Tasacorte-Hafen, Tasacorte-Puerto. Wir sind mit Freunden nach Los Llanos gekommen. Da haben wir dann den Wagen abgestellt in der Nähe des Busbahnhofs in Los Llanos. Und es gibt übrigens eine breite Straße in Los Llanos. Ich glaube, das ist die einzige, die ich auf der ganzen Insel gesehen habe, mit einem ausgewiesenen Fahrradweg, also wo wirklich farbig unterlegt ein extra Fahrradstreifen integriert wurde. Das geht da auch, weil die Straße halt sehr breit ist. Das ist aber dann irgendwie nur ein Vergnügen von wenigen hundert Metern und dann ist eben auch wieder Schluss. Der Wille ist da ganz offensichtlich. Ansonsten ist Fahrradfahren auf der Insel, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich würde es nicht tun. Los Llanos, sagt man, ist ja die heimliche Hauptstadt. Also das Nachtleben soll da ausgeprägter sein. Ich habe das nicht überprüft. Mag sein, dass junge Leute da bessere Clubs finden. Auf jeden Fall ist Los Llanos natürlich ein guter Ausgangspunkt für viele Ausflüge im Westen der Insel, auf der sogenannten Sonnenseite. Das war ja auch so das Zentrum der Bananen, des Bananenanbaus. Ist ja immer noch mit Bananengebiet und eben auch für den Tourismus. Man hatte auch eine Markthalle. Wir sind gestartet rund immer dem Zeichen nach, das wird hier gleich gezeigt, und dann kommt man durch Bananenplantagen nach Tasacorte. Von dort aus sind wir dann wieder mit dem Bus bis Los Llanos gefahren, über Tasacorte Dorf, zurück nach Santa Cruz. Das ist dann schon eine ganze Ecke, wenn man die gesamte Strecke so mal betrachtet, von Tasacorte unten am Hafen mit Umsteigen in Los Llanos, dann nach Santa Cruz. Da waren wir schon fast anderthalb Stunden unterwegs, weil das auch nicht immer mit den Anschlüssen sofort klappt. Viel Vergnügen. So, wir haben heute ja eine Wanderung von Los Llanos runter nach Tasacorte hier begonnen und wir sind jetzt auch schon auf halber Strecke, mehr als das. Und da unten sieht man Bananenplantagen. Das sind die, die hier nicht vom Vulkan betroffen waren. Das war ja etwas weiter südlich natürlich. Und da hinten sieht man das Meer, wo dann Tasacorte Hafen liegt. Wollen wir dann in aller Ruhe hingelangen. Tja, jetzt sind wir direkt neben einer Bananenplantage und man sieht hier, dass die Früchte eingepackt sind in Plastiksäcke, dass sie reifen dann schneller. Haben die ganze Plantage mit Folie überspannt, verschleißen die natürlich auch recht schnell. Deswegen kommt man auch eher dahin, dass man einzelne Früchte umwickelt. Genau. Und die sind ja dann auch vielleicht vor Dieben besser geschützt. Jetzt sind wir von Los Llanos runtergewandert nach Tasacorte Hafen und Strand. Wir haben gerade festgestellt, dass wir sehr froh sind mit unserer Urlaubsortwahl Santa Cruz, weil unser Strand ist größer und nicht so voll und auch nicht schlechter. Ich meine, Schatten gibt es hier wie dort nicht. Mag sein, dass bei Wind diese Bucht etwas geschützter ist. Wir haben im Moment so ein schönes Wetter wirklich. Auf der Seite, die vermeintlich keine Sonnenseite ist, hatten wir heute auf Santa Cruz Seite 22 Grad. Wir sind durch Bananenplantagen hindurch, das hat Spaß gemacht. Ging natürlich auf unebenen Felschen runter, aber das kann man alles bewältigen mit gutem Schuhwerk. Nun sitzen wir hier in Tasacorte Hafen und wollen uns gleich einen Barraquito zu Gemüte führen. Tasacorte wird Tango getanzt. Pause. Nicht gut für die Tango-Schuhe. Por eso yo que no había visto también una parada aquí, la gente que vive aquí estaría bien, pero quita mucho. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück von Tasacorte Hafen. Wir sind jetzt im Moment mit dem Bus 27 unterwegs nach Los Llanos und fahren aber erstmal über Tasacorte Dorf. Und dann müssen wir schauen, dass wir in Los Llanos den Bus nach Santa Cruz bekommen. Wie schön hier. Ja, wunderschön. Oh. Hey, ist das romantisch. Hier ist das Ayuntamiento von Tasacorte.